dem ersten Vlog in 2021. Ich habe mir schon meinen Kaffee hier gemacht. Ich dachte, ich fange diesen Vlog erstmal so ein bisschen ganz simpel an, dass ich erstmal ein bisschen mit euch quatsche. Und dann nehme ich euch vermutlich die ganze Woche wieder mit. Heute ist Montag und wir haben es jetzt auch gerade schon 20 nach 10. Ich bin auch schon eine Weile wach, habe schon ein bisschen was geschafft, aber meine To-Do-Liste auf jeden Fall ist heute sehr lang. Wir sind gestern aus Rostock wieder gekommen, gestern Abend, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dann auch alles noch ausgepackt habe. Das Einzige, was ich heute noch machen muss, ist mein Koffer auspacken. Das habe ich gestern nämlich nicht mehr geschafft, aber dafür habe ich schon alles andere weggeräumt. Darüber bin ich auch sehr, sehr stolz. Wir haben noch einiges an Geschirr mitgebracht und alle Geschenke und irgendwie alles. Also wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel mit und das habe ich alles direkt weggeräumt. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich das nicht habe liegen lassen. Habe da gestern auch noch schon die Weihnachtsdeko alles weggeräumt, weil ich heute so einen clean Start in die neue Woche haben wollte. Jetzt wollte ich gerade schon Kaffee machen und musste aber erst eine Milch holen, weil wir absolut gar nichts am Tisch hatten. Und ich dachte mir, ich kann diesen Vlog jetzt nicht starten, bevor ich jetzt irgendwie nur ein bisschen Kaffee schon getrunken habe. Wie gesagt, heute steht auf jeden Fall viel an oder allgemein die Woche habe ich richtig viel zu tun. Ich bin sehr, sehr froh. Ich habe bis Donnerstag noch frei. Ich habe am Freitag den ersten Unikurs, auch der einzige dann für diese Woche. Bin ich auch ganz froh drüber. Im Haushalt hier stehen super viele Sachen irgendwie an. Ich muss heute natürlich erstmal die ganzen normalen Sachen machen. Ich meine, wir waren jetzt fast 2 Wochen nicht hier und ich muss jetzt erstmal, also ich war gerade schon einkaufen, ich muss nochmal einkaufen, muss noch zu DM, zur Bank und Pakete wegbringen und irgendwie all sowas. Ich warte auch gerade noch auf ein neues Paket. Müsste bald kommen, ich freue mich. Genau, und sowas wie Wäsche waschen und Betten neu beziehen und irgendwie all sowas muss ich gerade machen. Deswegen, die erste Waschmaschine läuft auch schon. Ich muss gleich die Betten neu beziehen. Und dann ist das auf jeden Fall auch schon mal erledigt und dann muss ich hier ein bisschen, nicht umräumen, aber ich will auch noch ein bisschen aufräumen und ein bisschen neu dekorieren. Dadurch, dass halt jetzt Weihnachten vorbei ist, ist die ganze Weihnachtsdeko weg. Jetzt sieht es teilweise ein bisschen kahl aus, jetzt muss ich gucken, wie ich was wieder so ein bisschen mache. Und ansonsten, diese Woche steht sehr, sehr viel an. Ich muss arbeiten, ganz viel. Ich muss unbedingt was für die Uni machen. Ich muss richtig, richtig viel vorbereiten. Ich habe nämlich jetzt nur noch 2 Wochen in diesem Jahr. Also diesen einen Freitag jetzt und dann noch 2 Wochen Uni. Und dann bin ich fertig. Also ich habe da halt 1 Woche Prüfungsvorbereitung und dann habe ich schon Prüfungsphase und dann ist das Semester durch. Ich freue mich so doll drauf. Aber diese 2 nächsten Wochen werden auf jeden Fall richtig, richtig stressig. Ich habe zigtausend Präsentationen, für die ich teilweise schon was gemacht habe, weil es Gruppenpräsentationen sind und teilweise, wo ich noch gar nichts gemacht habe und noch nicht mal ein Thema habe. Ich kenne mich ja mittlerweile auch ein bisschen und ich kenne mich halt selber auch. Ich schiebe eh immer alles auf den letzten Drücker auf. Aber auch mit YouTube-Videos drehen und was auch immer. Allgemein sehe ich jetzt in den nächsten 2 Wochen, glaube ich, auch all meine Freunde wieder. Darauf freue ich mich auch richtig doll. Und bin ich ganz glücklich, dass jetzt wieder hier in Berlin ist und dass jetzt wieder Alltag ist. So schön es auch bei Philipps Eltern in Rostock ist und mit seiner Familie. Ich meine, ich bin da richtig doll runtergekommen. Ich bin so, so glücklich über meine Bildschirmzeit. Noch allgemein einfach, dass ich ja irgendwie doch nicht viel gemacht habe, aber irgendwie schon ein bisschen. Aber ich bin jetzt halt, wie gesagt, wieder froh, hier in meinem ganz normalen Alltags Trott zu sein, meine ganzen Sachen zu haben und allein hier meinen Iced Coffee zu trinken aus meinem super schönen Emma Chamberlain Glas. Das ist übrigens mein neuer Planer für dieses Jahr. Ich muss jetzt nämlich noch erstmal alles planen. Das ist der Good Things Take Time Planer von Dove Caro. Ich habe hier jetzt noch schon dieses Tagebuch von ihr und ich hätte damals den ersten Kalender von ihr nicht bestellt gehabt und jetzt dachte ich mir, komm, beim nächsten mache ich jetzt. Ich brauche eh ein neues und ja, deswegen freue ich mich jetzt darauf, endlich reinschreiben zu können. Darauf mich schon die ganze Zeit gefreut, der hat mich schon vor Weihnachten bestellt. Genau, ich muss erstmal alles ein bisschen planen. Ich habe gestern schon ein bisschen Januarplanung gemacht, irgendwie, was jetzt so ansteht. Auf dem Laptop da alles, auch private Dinge. Dann habe ich ja hier meinen Zettel, wo ich eine komplette Monatsübersicht habe, die ich immer hier so rumliegen habe, dass ich da meine ganzen Uni-Sachen auch sehe und den Rest alles eintragen kann. Und jetzt kommt noch der Planer hinzu. Also jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee und plane alles ein bisschen. Und ich werde es auf jeden Fall den Tag heute entspannt angehen, weil ich habe gar keine Lust auf Stress, auch wenn ich viel zu tun habe. Ich denke mir so, nein. Dieses Jahr starte ich, oder diese Woche starte ich gut im neuen Jahr ohne Stress. So, das Bett ist fertig. Ihr seht, wir haben neue Bettwäsche, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Und wir haben ja auch so eine richtig geile neue Decke. Die hat hier noch so Fransen. Die finde ich richtig nice. Die ist nämlich von Asos und ich habe die schon ab und zu auf Instagram gesehen. Und sie ist auch so ein bisschen gehypt, glaube ich, aber noch nicht so, dass sie jeder hat. Und deswegen dachte ich mir, okay, ist auch mit dem Blau, ist nochmal was anderes, auch wenn sie in Beige gab. Dachte ich mir so, nee, ich probiere es jetzt mal aus. Und ich habe mich gestern schon in der zugedeckt und die ist aus Lammwolle und die hält so gut warm. Also die ist echt nice. Eigentlich sollte ich noch auf die Couch und jetzt nicht aufs Bett. Aber erstmal liegt sie auf jeden Fall dort. Mein Zalando-Paket ist übrigens auch gerade angekommen, deswegen dachte ich, ich öffne das mal mit euch.
Natürlich hat es DHL auch nicht direkt bei mir abgegeben, obwohl, sondern ganz oben. Und ich dachte mir so, ich bin noch da, warum klingelst du nicht bei mir? Kommt ihr eh bei mir vorbei. Aber gut. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen im Sale bei Zalando bestellt. Und eine Sache kommt noch extern, also von einem anderen Anbieter, aber auch über Zalando. Und ich dachte, ich mache euch mal so einen kleinen Haul. Das ist nämlich, glaube ich, relativ random, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und zwar haben wir hier, als erstes haben wir hier eine Pyjama-Hose von Oysho. Genau, ist einfach eine ganz lange, etwas dünne Schlafanzughose. Und ihr seht, die ist in so einem, weiß nicht, sieht man das überhaupt in der Kamera anständig, dass die in so einem beige-weiß gestreift ist. Ich habe gar nicht gesehen, dass die gestreift ist, glaube ich. Ich dachte einfach nur, die ist so hell. Aber auf jeden Fall hat die so süße Kordel und einfach ein langes Bein. Und die ist perfekt. Ich brauchte nämlich sowas unbedingt. Ich habe nämlich keine lange Schlafanzughose, ist mir aufgefallen. Und ich schlafe eigentlich die ganzen letzten Jahre irgendwie in Jogginghosen. Beziehungsweise die letzten zwei Jahre davor hatte ich auch Schlafanzughosen, dann blieb ich alle aussortiert. Dann habe ich mir was von Nike bestellt. Und zwar ist es hier diese Radlerhose, die ist einfach ganz schlicht schwarz und hat hier oben auch einfach dieses Nike-Zeichen. Das ist eine Sporthose, das ist die Nike One Tight Fit in Mid-Rise. Ich habe sie jetzt in einer, genau, ich habe sie jetzt in einer S genommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch eine kleinere Nummer gab, aber ich glaube, die sollte passen. Die sitzt auch, glaube ich, relativ eng und ich brauchte immer mal eine neue Radlerhose. Klar, ich will die auch zum Sport anziehen, sobald es wieder wärmer ist, dass ich auch eine Kurzhose tragen kann. Aber ich brauchte auch allgemein einfach eine neue Radlerhose, weil meine, die ich habe, die ist schon halt aus Baumwolle und die ist richtig ausgeblichen schon. Und deswegen dachte ich so, ja, die war auch, glaube ich, im Sale, wenn ich mich nicht täusche. Und ich denke mal, die sollte passen. Also ich probiere natürlich alles nachher noch an. Bleiben wir gleich beim Thema Sport. Und es tut mir leid, wenn sich hier das Licht die ganze Zeit ändert. Aber ich glaube, die Sonne kommt gerade ab und zu raus. Und zwar habe ich mir auch bei euch schon noch einen schwarzen Sport-BH bestellt. Fühlt sich gerade irgendwie weird an. Also der hat hier hinten halt so Bänder und die sind so elastisch. Also es Gummibänder hinten. Auf jeden Fall stand da, dass der Medium Support hat. Der hat hier keine Pads drin. Ich hoffe, dass er mir passt. Ich habe jetzt auch eine Größe S genommen. Aber ich denke mal, das sollte hinhauen irgendwie so. Genau, also der sieht ja einfach so ganz normal schwarz aus. Und hinten hat er dann einen überkreuzten Rücken. Genau, ihr merkt, ich habe ein paar Sportsachen oder zwei Sportsachen jetzt bestellt. Noch eine dritte Hose kommt noch von Nike. Die kommt aber, wie gesagt, extern. Weil ich wieder mehr Sport machen will, beziehungsweise ist ja allgemein so, ne? Neujahrsvorsätze, mehr Sport, was auch immer. Aber ich brauche auch wieder neue Sportklamotten, ist mir einfach aufgefallen. Und ich habe zwei, drei kurze Hosen, die ich aber eigentlich nicht mag. Deswegen brauchte ich mal wieder neue. Und gerade Oberteile brauche ich auch neue. Und meine Sport-BHs sind mir zu klein. Also einer zumindest. Deswegen ein neuer Sport-BH. Und dann habe ich mir noch Make-up bestellt. War nämlich auch alles im Sale. Dann habe ich mir einmal hier die Origins Energy Boosting Tinted Moisturizer geholt. Den habt ihr ja in meinem Jahresfavoriten-Video schon gesehen. Und meine Packung ist noch nicht ganz alle. Aber die war jetzt auch im Angebot. Ich glaube, keine Ahnung, mehr als 5 Euro günstiger, glaube ich. Deswegen dachte ich, ja, bestelle ich einfach. Wenn ich sowieso schon bestelle, dann kann ich auch einfach mitbestellen. Deswegen freue ich mich darauf. Sehr, sehr doll. Und dann habe ich mir auch noch was von MAC bestellt. Ich habe ewig, ewig nichts mehr bei MAC gekauft. Und ich glaube, ihr kennt es ja alle, dass MAC damals so super gehypt war. Aua. Ah, oh, ich biege mir die ganze Zeit meinen Nagel um. Und jetzt waren MAC Lippenstifte im Angebot. Und dachte ich, komm, da schlägst du mal zu und holst dir neue Farbe. Und zwar, die Farbe kennt gefühlt auch jeder. Es ist Velvet Teddy. Ich glaube, es ist eine ganz nice Alltagsfarbe. Ich brauche noch einen passenden Lip Liner, glaube ich. Mein liebster Nude-Tone von MAC war eigentlich immer Honey Love. Und der ist auch sehr, sehr gut aufgebraucht bei mir. Aber da brauche ich einen dunkleren Lip Liner. Dafür habe ich aktuell keinen mehr, weil meine aufgebraucht ist. Aber ja, so sieht die Farbe aus. Ich will ihn jetzt mal noch nicht swatchen. Aber kommt in meine Sammlung hinzu und freue ich mich. Jetzt habe ich einen neuen Lippenstift. Bin ich auch mal auf den Hype von Velvet Teddy aufgesprungen. Das letzte Produkt kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist nämlich ein Geburtstagsgeschenk. Und ich weiß nicht, ob die Person meine Vlogs guckt. Manchmal auf jeden Fall. Deswegen lasse ich es jetzt lieber hier und übergebe es ihr dann demnächst, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen. Sie hat jetzt nämlich kurz nach Weihnachten Geburtstag gehabt. Ja, und das war es auch schon mit meinem kleinen Haul. Der Kamera-Akku, den werde ich jetzt aufladen. Oder weiter aufladen. Der hat gerade eben schon geladen. Ich habe es natürlich vergessen, vor dem Vlog zu laden. Aber gut. Und dann mache ich jetzt hier weiter meine Aufgaben und räume auf. Ich habe mir hier bei Amazon übrigens auch so ein Polaroid-Fotoalbum bestellt. Und ich finde es ganz heiß, dass die Ringdinger hier hinten sind. Ich dachte, das sieht so eigentlich so ganz süß aus. Und ich glaube, wenn man das so ins Regal stellt, sieht es auch ganz cool aus. Und dann sind hier halt einfach, genau, jetzt immer 3 pro Dings drin. Man kann auch was schreiben, fand ich ganz süß. Und jetzt sind hier schon die ersten Bilder drin von Silvester und jetzt von Philipp und mir.
weil die ganzen Polaroids, die hier jetzt an der Wand hängen, ihr seht, da unten ist halt nicht mehr viel Platz. Deswegen will ich die loswerden. Beziehungsweise ich finde es auch einfach viel schöner, das so in einem Album zu haben. Deswegen, seht ihr, ich muss noch unbedingt zu DM auch noch Analogfilme entwickeln lassen. Ich hoffe, das klappt dieses Mal. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so fertig aussehe. I'm sorry. Aber auf jeden Fall, genau, will ich die Bilder da auch alle abmachen, weil es noch ein bisschen zu messy aussieht. Und deswegen freue ich mich, dass ich das alles ins Album machen kann und dass ich dann vielleicht noch ein bisschen das zu schreiben. Ich muss nur sehen, ich habe auf einige Polaroids früher schon was draufgeschrieben, damit ich immer mich noch daran erinnern kann, wovon das ist. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie ab, weil teilweise die Schrift schon verwischt. Ich habe hässlich geschrieben. Und deswegen denke ich mir so, ja, wenn ich jetzt ins Polaroid-Album machen kann, dann kann ich da auch was reinschreiben. Muss mal sehen. Ich glaube, ich werde es nicht chronologisch machen. Weiß nicht, ob ich es überhaupt hinbekomme. Aber ja, die nehme ich jetzt auf jeden Fall alle mal ab. Ich weiß, da die großen da, die passen auch gar nicht ins Album. Ist aber auch gar nicht schlimm. Entweder lege ich die dann einfach nur mit rein oder die lasse ich dann da einfach hängen. Mal sehen. Aber auch erstmal, dass die ganzen Kleinen da reinkommen. Yay, ich bin done. Ich habe jetzt gerade mein Video gedreht. Habe jetzt auch fertig gemacht, wie ihr seht. Und ich mag mein Glow gerade ganz gern. Ich habe jetzt gerade übrigens auf den Lippen Velvet Teddy von MAC. Und ich habe aber einen etwas pinkeren Unterton an Lip Liner benutzt. Deswegen, ich glaube, ich muss mir gleich mal noch bei DM, wenn ich jetzt eh sowieso gleich hingehe, einen anderen Lip Liner kaufen, der eher bräunlich ist. Wie schon gesagt, ich liebe MAC Lippenstifte. Kann ich den nur empfehlen. Wenn die Sachen alle noch verfügbar sind, verlinke ich sie euch auch mal in der Infobox. Ich habe auf jeden Fall gerade mein Video gedreht, also das letzte Video vor diesem Video. Wenn ihr das dann sehen werdet, musste ich jetzt auch erstmal alles wegräumen, weil ich habe euch ja unter anderem hier Bücherempfehlungen gegeben. Genau, das räume ich jetzt alles schnell auf und es wird nämlich auch schon dunkel draußen. Deswegen bin ich gerade sehr, sehr froh, dass ich das Video noch gedreht habe. Es ist nämlich jetzt auch schon 3:30. Ich mache mich jetzt auch gleich einmal auf zu DM. Zur Bank und also was, dass die Sachen jetzt in einem Wusch auch erledigt sind und dann bin ich eigentlich so gut wie durch mit meinen Aufgaben heute und darauf freue ich mich. Okay, change of plans. Ich mache es jetzt auch nicht, ich gehe doch noch nicht los, weil Philipp nämlich Sachen hat, die ich brauche und deswegen, ja, gehe ich jetzt nicht los, sondern nachher, wenn er von der Arbeit kommt, treffen wir uns dann im Center, wo ich hin will. Und dann mache ich dann da alles und lass mir das von ihm geben. Das heißt, ich habe jetzt frei. Ich habe alles erledigt für heute. Ich bin richtig happy darüber. Ich würde mir jetzt erstmal hier den Lippenstift abmachen. Und ich glaube, mich auch direkt wieder abschminken. Mal gucken. Und umziehen. Und dann werde ich mich jetzt ins Bett kuscheln. Beziehungsweise aufs Bett mit meiner neuen Decke. Und dann werde ich meine Serie weiter gucken. Ich gucke aktuell übrigens wieder The Real Housewives of Beverly Hills. Ich bin richtig addicted zu dieser Serie. Auf Netflix sind ja, glaube ich, von einer ganzen Weile mehrere Real Housewives Episoden noch, nicht Episoden, aber Versionen rausgekommen, weil gibt's ja noch New York. Keine Ahnung, wie viele Varianten es davon noch gibt. Aber auf jeden Fall ist Beverly Hills bisher also mein Favorite oder das, was ich am meisten geguckt habe. Und bei Netflix kommen halt immer nur ein paar Staffeln raus und dann halt wieder nichts. Und deswegen ist jetzt vor, ich glaube, Ende letzten Jahres ist irgendwann die 5. Staffel rausgekommen. Und ich bin jetzt aktuell bei Staffel 8, weil ich mich jetzt dazu entschieden habe, dieses HU zu kaufen oder halt zu abonnieren. Es ist ja bei Prime enthalten und da ist halt dann die ganzen Housewives-Staffeln unter anderem. Und egal ob New York oder was auch immer. Oder jetzt wie halt in meinem Fall, was ich hier gucke, Beverly Hills. Sondern auch noch Keeping Up with the Kardashians und so richtig geile Reality-TV-Sachen irgendwie. Und darum freue ich mich mega, mega, dass ich alles gucken kann. Deswegen, wie gesagt, ich bin jetzt bei Mitte 8. Staffel, glaube ich. Und ich suchte das momentan wirklich durch. Und ich freue mich auch, wenn ich damit durch bin, weil ich möchte unbedingt die Kardashians anfangen. Aber das heißt, ich liege jetzt hier in meinem Bett mit meiner neuen geilen Decke. Ich habe übrigens hier diesen Ring wiedergefunden. Ich habe den hier Ewigkeiten nicht mehr getragen, weil ich ihn verloren hatte, also verloren. Jetzt habe ich ihn in einem Blazer aus Versehen vorhin gefunden. Und ich weiß gar nicht übrigens, ob ich es schon gezeigt hätte. Ich glaube, ich habe es vergessen zu zeigen in meinem Vlog. Aber das sind meine Christmas-Nails und meine Silvesternägel. Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht so richtig sieht, aber hier glitzert es eigentlich. Genau, freue ich mich. Ihr seht, hier ist schon so ein bisschen angeschlagen. Aber ich glaube, ich muss mit ihnen auch bald neu machen. Aber jetzt schaue ich hier erstmal weiter. Good morning. Wie ihr seht, ich bin schon so gut wie aber fertig gemacht. Ach, mein Nagel geht, glaube ich, bald ab und da bleibt die ganze Zeit gerade meine Haare dran hängen. Deswegen muss ich, glaube ich, bald neu hingehen. Auf jeden Fall ist es schon eigentlich gar nicht mehr so wirklich morgen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist schon 10:30, wenn ich mich gerade
nicht täusche. Heute steht ein bisschen was an. Eigentlich dachte ich gestern noch so, ja, heute wird ein entspannterer Tag. Aber irgendwie jetzt doch nicht, aber irgendwie schon. Meine Pläne haben sich auch ein bisschen geändert für heute. Und zwar fahre ich jetzt gleich zu Ikea, da ich noch das Auto habe von meinem Dad. Das wollte ich eigentlich gestern schon zurückbringen und jetzt bringe ich es aber heute erst zurück. Einfach, weil wir das jetzt noch brauchen für Ikea. Wir haben jetzt gestern endlich unsere Küche weiter geplant. Weil ihr wisst ja, wir haben jetzt bisher nur die ganzen Korpusse und sowas, aber wir haben halt noch nicht die Schubladen und die Fronten und Mülleimer fehlen uns noch und Regale und irgendwie sowas alles. Und jetzt haben wir es gestern endlich mal gemacht. Und jetzt war es alles ein bisschen hin und her, weil wir noch einen Gutschein haben. Der Gutschein ist aber nicht online einlösbar. Und umso höher der, was du ja online kaufst, umso höher ist ja auch die Lieferkosten wegen Spedition und all sowas. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich fahre jetzt zu Ikea. Das ist Gott sei Dank auch nicht so weit, dass es zeitlich halbwegs klappen sollte, glaube ich. Der macht jetzt gleich um 11 auf. Fahre ich da hin und kaufe alles, was geht, dass ich den Gutschein einlösen kann. Und noch eine Pflanze kaufe ich auch endlich. Wir haben hier schon einen großen Topf. Aber dass dann ja schon da was da ist und dann die ganzen Fronten müssen wir halt dann jetzt endlich leider bestellen, weil wir so eine Farbe wollen. Wir wollen nämlich ein Beige für die Fronten. Und das gibt es halt nicht im Einrichtungshaus, sondern das kannst du allgemein nur online bestellen. So. Deswegen müssen wir das so oder so machen, bestellen. Und dann kann ich jetzt aber schon alle Schubladen und all sowas kaufen. Genau, dafür habe ich mich jetzt schon fertig gemacht. Ich hatte heute einen super entspannten Morgen. Ich habe mein Naked-Paket auch endlich bei den Nachbarn abgeholt. Ganz nice. Ich zeige euch gleich den Ledermantel, den ich mir bestellt habe. Der Haushalt ist so gut wie gemacht, aber ich muss heute auf jeden Fall noch mein Video schneiden. Ich muss noch E-Mails machen und ich muss schon ein bisschen was für morgen vorbereiten, weil morgen ist für mich ein kompletter Unitag, weil ich ja so viel machen muss für Uni. Und deswegen, ja, sollte ich das heute noch ein bisschen planen. Und das ist jetzt mein Outfit für heute. Wie geil ist bitte dieser Ledermantel? Wie gesagt, den habe ich von Naked. Ich verlinke ihn euch mal in der Infobox, falls er noch verfügbar ist. Füße, es gibt auf jeden Fall auch einen ähnlichen sonst bei Naked. Aber ich finde den so nice. Bin richtig, richtig in love mit dem. Genau, Oberteil ist ansonsten Zara. Meine Anzughose ist auch von Naked. Und ich habe seit sehr langer Zeit mal wieder meine Docs an. Tasche ist Prada. Und ich fahre jetzt mal direkt los. So, ich bin angekommen. Wir haben es 10 nach 11, also liege ich super an der Zeit. Es regnet. Ich habe keinen Schirm mit, wieso auch, weiß ich nicht, ich habe irgendwie überhaupt nicht dran gedacht. So, ich gucke mir jetzt gerade noch ein paar Küchen an. Einfach nur so ein bisschen als Inspo und was wir vielleicht auch machen könnten. Was auf jeden Fall auch für Sachen, die wir noch brauchen für in den Schubladen. Das habe ich nämlich vergessen, gestern drauf zu suchen. Deswegen gucke ich hier gerade so ein bisschen durch. You stole my heart, what is it that you do? Colors like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire, you're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you. Ich habe es geschafft, ich habe alles besorgt, beziehungsweise fast alles. Zwei Sachen gab es nicht, aber die können wir dann bestellen. Ich glaube, es sollte kein Thema sein. Man hat auch nur der Besteckkasten und die Griffe. Den Rest habe ich alles. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die eigentlich nicht auf der Liste standen, aber die wir brauchen. Die sind die eine Sache mehr als die andere vielleicht. Ich bin einfach gerade froh, dass ich da raus bin. Ich hatte erst zwei Wagen. Dann habe ich es Gott sei Dank halt auf einen gemacht dann, weil ich hatte erst zwei Wagen, weil ich die ganzen Kleinigkeiten zusammensortiert habe und dann halt erst die ganze Schubladen und so. Das heißt, da brauche ich dann halt logischerweise einen zweiten, aber ich bin jetzt, also einen zweiten Wagen, aber ich bin richtig froh, dass ich es auf einen Wagen umstapeln konnte, alles. Hab gut Tetris gespielt. Mein Lippenstift löst sich minimal. Einfach halt die ganze Zeit über meine Lippen gehe und dadurch wird es voll trocken und dann spule ich so ein bisschen das Trockene von meinen Lippen immer ab unter der Maske. Aber sonst hält er eigentlich das ganz gut. Ich fahre zu Hause und lade alles aus. Vielleicht esse ich noch kurze Kleinigkeit, ich weiß nicht, aber du musst auf jeden Fall das Auto wegbringen. Ikea war auch voll, also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Gerade weil wir halt es jetzt vormittags, mittags an einem Dienstag haben. Weiß ich jetzt nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute ausgeschlafen. Beziehungsweise, was heißt ausgeschlafen? Ich war natürlich schon wach, seit Philipp los ist heute zur Arbeit. Und dann jetzt aber gleich 10:30 tatsächlich schon, weil ich nochmal versucht... Oh, ich habe Schluck auf... Weil ich nochmal versucht habe zu schlafen. Aufgrund dessen, dass ich Kopfschmerzen habe. Ich bin schon mit Kopfschmerzen aufgewacht und
Ihr seht, ich bin auch noch nicht lange gerade aufgestanden. Ich sehe nämlich noch komplett zerzottelt aus. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal was zum Frühstück. Ich mache hier ein bisschen klar Schiff. Und dann lege ich mich wieder ins Bett und werde im Bett frühstücken, habe ich mir heute vorgenommen. Damit ich dann auch gleich jetzt noch eine Tablette nehmen kann. Gegen die Kopfschmerzen, weil ich kann halt eigentlich keine Kopfschmerzen haben. Ich muss heute unbedingt Uni machen und nämlich auch mein Video schneiden. Das habe ich nämlich gestern nicht gemacht. So, das ist jetzt mein Frühstück. Wir haben ja endlich einen Toaster, deswegen kann ich mir endlich wieder Toast machen mit Nudossi. Dann hier natürlich mein Kaffee. Ich habe mir jetzt ein paar Smoothies auf Vorrat geholt, einfach weil sie im Angebot waren und ich mag die von Innocent richtig, richtig gerne. Heute ist so ein richtig fauler Tag. Ich habe noch nichts für Uni gemacht, ich habe gar nichts gemacht, seit ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Und wir haben es jetzt immerhin schon gleich kurz vor zwei. Ich gucke immer noch Real Housewives of Beverly Hills. Ich bin mittlerweile bei der 9. Staffel angekommen, oh Gott. Aber ich liebe die Serie einfach, ich kann dabei so gut abschalten. Ich habe immerhin gerade noch eine neue Bestellung ausgegeben, weil West Wing noch einen Couchtisch, nicht einen Couchtisch, sondern einen Beistelltisch, genau, den wir noch haben wollten. Bei der Couch noch ein, zwei Kleinigkeiten. Es ist so anstrengend und nervenaufreibend, irgendwie eine Wohnung einzurichten. Also mir macht das auch Spaß und alles, ne? Aber wenn man halt auch noch dafür selber zahlen muss und natürlich auch ein Budget hat, ist es schon doch eine andere Sache. Und es kommen jetzt so viele Kosten nochmal auf uns zu, weil wir jetzt endlich alles so schnell wie möglich einfach nur noch fertig haben wollen, weil wir einfach so genervt sind davon. Und ich weiß auch, es dauert seine Zeit, bis alles fertig ist, aber ja. It's kind of annoying langsam, to be honest. Deswegen dachte ich, melde mich einfach mal ganz kurz bei euch, um auch mal zu zeigen, so, es ist nicht alles immer, wie es auf Instagram auch manchmal scheint oder auch auf generellen Social Media, dass man immer produktiv ist und alles macht, sondern ich liege jetzt hier auch schon seit über 4 Stunden, nee, nicht mal, 3 Stunden, okay. Aber gut 3 Stunden und mache einfach gar nichts. Aber ich werde, glaube ich, gleich mein Video schneiden, weil es ja heute noch online gehen soll, deswegen sollte ich mich da jetzt mal wirklich ransetzen und Uni, ja, ist halt Uni, ne? Da muss ich halt am Wochenende umso mehr dafür machen. Immerhin baue ich vielleicht gleich noch die Schubladen auf irgendwie. Das wollten wir eigentlich auch gestern Abend schon machen, aber haben wir nicht gemacht. Übrigens haben wir gestern Abend die Harry Potter Reunion geguckt. Und die war echt schön. Also da ist so echt mein Herz aufgegangen, so ein bisschen. Und es war alles so schön, das voll zu sehen. Und es ist irgendwie so krass, dass es jetzt schon 20 Jahre her ist, dass der erste Teil rauskommt. Ich meine, als der erste Teil rauskommt, da war ich 2 und so. Ist kind of crazy, aber ja, war irgendwie voll schön zu sehen, aber deswegen haben wir gestern Abend auch eigentlich dann gar nichts mehr gemacht. Ich kann dir mal kurz zeigen, was ich mir gerade bei West Wing bestellt habe. Und zwar zu einem dieser Couchtisch hier oder Beistelltisch. Der soll dann bei uns bei den Sofas hinkommen. Den habe ich einmal bestellt. Dann ganz unspektakulär einen Küchenrollenhalter, weil wir auch noch keinen haben. Und außerdem auch noch einen Abtropfgestell. Davon haben wir nämlich auch immer noch keins. Und das ist das Erste, was ich richtig gut finde, wofür ich sage, okay, der Preis ist in Ordnung. Und dass ich da halt alles dabei habe, was ich irgendwie so will. Also, dass du halt Teller reinmachen kannst, aber auch eine normale Ablagefläche hast. Und hier auch noch Besteck reinmachen kannst und all sowas. Ihr seht, wir haben es 16 Uhr. Das Video ist jetzt so lang und ich muss es noch fertig bearbeiten. Ich habe jetzt gerade den Schnitt fertig. Ich habe schon ein bisschen bearbeitet, aber ich muss es jetzt noch in schön bearbeiten und alles hinzufügen. Und dann muss ich es hochladen. Also ich denke mal, es wird knapp mit 17 Uhr, aber ich schaffe es sonst vielleicht 17:30 oder irgendwie sowas. Aber ich bin froh, dass ich es gerade durchgezogen habe. Zwischendurch dachte ich echt so, ich habe da keine Lust mehr. Ich mag Videoschneiden wirklich gerne und finde es auch schön, das dann am Ende zu sehen und das auch alles visuell schön zu machen. Und ich versuche mich ja auch da gerade so ein bisschen zu verbessern, dass ich halt visuell ein bisschen was anders mache und das alles ein bisschen, ja, einfach visuell besser gestalte auf jeden Fall für euch. Aber wenn ich glaube, das Video, was ich instant aufgenommen habe, war 32 oder 36 Minuten lang. Und wenn du dich so lange die ganze Zeit selbst reden hörst, dann kannst du einfach nicht mehr irgendwie so. Also ich weiß, ich habe schon selber längere Videos gemacht, aber habe ich nicht immer geredet. Und es ist ja nicht so, dass du dir jetzt 6 Minuten von dir selber am Stück anguckst und dann ein, zwei Mal Cuts durchsitzt und musst halt jede gucken, jede Schnittstelle, die du gemacht hast, passt die nicht. Das heißt, letztendlich hörst du dich eh viel länger und ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, das Video zu schneiden. Auf jeden Fall, ich glaube, jetzt knapp 2 Stunden habe ich jetzt gebraucht, nur fürs Video schneiden. Und ich glaube, es ist noch nicht mal lang. Ich glaube, Leute scheinen teilweise noch viel, viel länger dran an Videos. Deswegen bin ich sehr froh, wenn das Video gleich fertig ist, dass es online ist. Ich hoffe, dass es gut bei euch ankommt. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Es hat alles viel, viel länger gedauert als gedacht. Wir haben es jetzt nämlich gleich 6:30. Also ja, aber Aufregen bringt nichts. Ich werde jetzt schnell einkaufen gehen, weil ich habe nämlich so ein Rezept auf Instagram gesehen. Was heißt Rezept, aber so eine Essensidee. Und zwar einfach Pita-Taschen mit Salat und Hühnchen. Und darauf habe ich irgendwie richtig Lust. Dafür haben wir aber nicht alles. Also muss ich jetzt auch schon losgehen.
So, bei uns gibt es jetzt zum Abendbrot nämlich Pita-Taschen. Dafür habe ich einfach ein bisschen Gurke, Mozzarella. Ich wundere, dass hier ein bisschen orange wie eine Paprika und Paprika. Dazu noch ein bisschen Salat und Pute kommt auch noch. Good morning, friends. Ihr seht, die Sonne scheint. Oh mein Gott. Ich sehe so blass aus gerade. I'm sorry. Aber auf jeden Fall, die Sonne scheint. Ich bin so happy. Ich bin jetzt schon unterwegs. Ich war gerade auf Annemarie. Dann gehen wir gleich zum Blumenladen und dann geht's brunchen und wir treffen Laura. Ich freue mich richtig, die Girls jetzt wieder zu sehen. Ich habe mich schon eine Weile jetzt nicht mehr gesehen. Ich glaube fast einen Monat, wenn ich mich gerade sogar nicht täusche. Ich freue mich so hardcore, dass die Sonne scheint, aber es ist kalt. Es ist wirklich kalt, kalt. Ich habe es gerade 1 Grad plus und meine Hände frieren gefühlt ab. Meine Nägel sehen übrigens schon schrecklich aus. Durch mal hier den Daumen an der, ich weiß nicht, ob man es über der Kamera überhaupt so richtig sieht. Aber auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich mir morgen neue Nägel machen gehe. Annemarie ist gleich da. Und dann freue ich mich auf das Stück. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Wir sind jetzt noch in Other Stories. Mit unseren süßen Blümchen haben wir vorher noch geholt. Oh, sorry. Und dann gucken wir jetzt ein bisschen Zeit durch und danach geht's noch ins KDW. So, wir sind gerade bei Dior. Ich habe gerade schon bei Prada eine Sonnenbrille anprobiert. Und es standen halt 2 auf dem Plan. Und jetzt ist es Dior geworden und ich freue mich gerade voll. So, ich bin wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir meine schöne Sonnenbrille gekauft. Die zeige ich euch irgendwie wann anders. Wir werden uns gleich jetzt aufmachen. Dann geht es nämlich für uns noch auf zum Sport, also Philipp und ich. Und damit werde ich jetzt auch diesen Vlog beenden. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.